Mit dem Quad zur Arbeit. Josef Jäger ist unterwegs zu einer der zwei Pumpstationen am Nebelhorn. Bei Arbeitsantritt überprüft er alle Geräte und Anzeigen. Dann geht es in die Schaltzentrale. Von hier aus wird die gesamte Beschneiungsanlage am Nebelhorn koordiniert. Von hier kann man sämtliche Pumpstationen erreichen, man kann den Speichersee erreichen über den Computer, man kann sämtliche Maschinen, die draußen im Feld stehen, auf der Piste stehen, erreichen, man kann es koordinieren, man kann von jeder Maschine den Wasserdruck, die Temperatur und alles, was die Maschine hat, kann man damit erreichen. Insgesamt 30 Kanonen sorgen am Nebelhorn für anhaltendes Schneevergnügen. Sie alle können ganz einfach per Mausklick gestartet werden. Trotzdem müssen die Mitarbeiter die Kanonen vor Ort ständig kontrollieren. Wenn der Wind dreht, müssen sie den Schneestrahl anpassen, sonst könnten die Maschinen vereisen. 13 Pistenkilometer bietet das Nebelhorn. Von der Bergstation bis runter ins Tal wird alles beschneit. Wenn wir im Herbst anfangen, also Anfang November, es werden die Maschinen aufgestellt, also vorher schon, zum Teil im Frühherbst. Dann, wenn die Temperatur es zulässt, werden wir ab November die Beschneiung beginnen, also die Grundbeschneiung auf den Pisten. Also wir brauchen da dazu mindestens eine Temperatur von minus 2,5 Grad. Ansonsten funktioniert die Sache nicht. Nicht nur die Außentemperatur ist für die Beschneiung wichtig, auch von der Luftfeuchtigkeit hängt viel ab. Ist sie zu hoch, klappt es mit der Beschneiung nicht. Trockenes, kaltes Wetter, so wie jetzt also, ist das Beste für die Schneekanonen. Und die sind aus den Skigebieten nicht mehr wegzudenken. Auch das Nebelhorn, das höchste Skigebiet im Allgäu, ist von ihnen abhängig. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man einen gesicherten Saisonstart hat, so also Mitte Dezember. Da möchten die Gäste und auch die einheimischen Skifahrer. Und da ist es oft so, dass halt wenig Schnee ist und dann da ist einfach die Beschneiung am wichtigsten. Zum Zweiten sind die Talabfahrten. Das ist natürlich auch etwas, wo sich jeder Gast eigentlich heute vorstellt, wenn er zum Skifahrer geht. Das, und ohne das geht es nochmal. Und da reicht eben der Naturschnee meistens nicht aus. Selbst jetzt hier, wo es so wahnsinnig viel Schnee hat, würde für einen dauerhaften Betrieb von der Talabfahrt der Naturschnee ausreichen. Das Wasser für die Beschneiung bekommen die Kanonen aus dem Speicherteich. Der wurde extra angelegt und hat ein Fassungsvermögen von 45.000 Kubikmetern. Im Frühjahr und Sommer wird er durch den Faltenbach aufgefüllt. Ständiges Umwälzen sorgt dafür, dass das Wasser eine gleichmäßige Temperatur hat, natürlich eine möglichst niedrige. Das Besondere am Speicherteich, er ist mit einem Wasserkraftwerk gekoppelt. Wenn die Leitungen nicht zum Befüllen des Teichs verwendet werden, erzeugt das Wasser des Faltenbachs Strom. Und der deckt den ganzen Bedarf der Pendelbahn ab. Insgesamt 4 Millionen Euro wurden in die Beschneiungsanlage am Nebelhorn investiert. Die Schneekanonen laufen ca. 30 Tage pro Saison. Und auch bei viel Neuschnee sind sie für den Skibetrieb notwendig. Also die 5-6 Meter, die sind meistens irgendwo verblasen, in einem Loch drin, die kann man so auch mit hernehmen. Und man muss auch so sagen, der Schnee setzt sich und wenn man jetzt einmal, sagen wir mal, einen Meter Neuschnee gefallen hat, nachdem ist auch natürlich, wenn er sich setzt, noch ein paar Tage bloß noch halber Meter da. Und wenn man jetzt da noch eine Pistenwalze drüber fahren lässt, dann sind da noch 30 Zentimeter übrig und das reicht einfach für einen Skibetrieb, wo wirklich da noch viele Leute täglich abfahren, das reicht da nicht. Denn die Touristen erwarten heute einen höheren Standard als früher. Die Wintersportsaison reicht mittlerweile von Anfang Dezember bis Anfang Mai. Während dieser Zeit wollen die Gäste auch möglichst alle Pisten befahren können. Da war das warme Wetter im November und Dezember für die Betreiber natürlich eine Katastrophe. Ja, alle natürlich richtet sich ab Anfang November darauf ein, dass man Schnee machen kann. Und es war einfach nicht so, dass man die Temperatur erkannt hat. Und das hat sich nicht gezogen bis Mitte Dezember. Da waren dann ein paar Tage, die uns letztlich alle, also nicht bloß am Nebelhorn, sondern auch alle anderen Kollegen da im Allgäu gerettet haben, dass man über Weihnachten einen Betrieb oder einen vernünftigen Betrieb anbieten können. Und es ist so dahingegangen und jetzt ist dann Naturschnee gekommen und gleichzeitig jetzt noch die Kälte. Und durch das haben wir jetzt auch Top-Verhältnisse. Top-Verhältnisse, die hoffentlich noch lange andauern. Denn dann steht dem Skivergnügen nichts mehr im Wege.